Willkommen wieder zu Croc Legend of Pogobos. Ich spiele diesmal auf der PlayStation 2. Denn wie gesagt, ich habe keine Lust mehr auf der PlayStation 1 zu spielen, wegen dem Controller. Jetzt springt er nicht. Auch gut. Voll schwierig hier auf dem Eis zu laufen. Alter, ist doch hochgesprungen. Ach, ich hole erstmal den Schlüssel. Ah, ist das schön. Wie fließend das läuft. Nein! Ja, jetzt ernsthaft, ich kann gerade ohne Probleme spielen. Hey! Oh! Ich hol mir gleich die Kiste, die kann ich auf dem Rückweg holen. Oh, ich habe ihn noch getroffen. Oh, ich hasse das Eis. Ich muss kurz meine Nase jucken, die hat gerade ein bisschen gejuckt. Was ist da? No. Ich gehe kein Risiko ein. Boah, Mann, Alter, dreht es so schnell. Aber solange er noch springt. Ja, drehst du dich mal mit Kamera? Meine Güte, muss ich erst so drehen? Ne, sieht mir instabil aus. Nein! Ich hab erst einen Schreck bekommen, dass ich jetzt dagegen komme. Aber es ist definitiv viel einfacher.
Also mit dem PlayStation 1 Controller wäre ich noch nicht mal ansatzweise so weit. Oh, das war knapp. Bin nicht runtergefahren, aber das wäre dann meine Schuld gewesen, weil ich zu früh gesprungen bin. So. Also letztens bin ich ja hier Game Over gegangen. Ach Quatsch, Alter, ich bin doch so blöd. Jetzt weiß ich, warum man nicht nach oben kommt. Klettern ist ein bisschen schwierig. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn der letzte Kristall da oben ist. Ich sehe nichts. Was mache ich? Oh! Oh! Na! Ah! Ob man auch mit denen da hoch schafft? Versuch mal mein Glück. Ob ich darüber schaffe? Ja, geil. Was ist das denn? Hallo? Hä? Okay, man hat also gesehen, es ist so so ein Game-Spiel, wo man hier Sachen auffangen muss, und ich hab's gerade falsch verstanden. Ja, ich werde gleich auch sofort das nächste Level machen, nachdem ich das jetzt hier gespeichert habe. Was stand da? Rotbrille oder so? Save game. Override block. Yes. Game disabled. 20% weiß ich gerade nicht auf Englisch. Aha, los. Ach, Riot. Also heiß wie kalt. Boah, Riot. Was zur Hölle? Also ich hab den auch auf dem Dings gesehen. Als im Handbuch. Du liest in den Handbuch. Hey! Nein, was? Ich bin doch doof, Alter. Ah, das tut voll weh, ja? Also hier schon mal der rote. Lauf, bevor der respawnt! Und durch die Tür bitte. Hä?
Bis jetzt habe ich noch keinen Schlüssel gesehen. Okay. Ich hoffe, ich kann da runter. Bin ich tot? Oh Gott. Oh nee, Alter. Was ist denn das jetzt schon wieder? Wie soll ich die jetzt kaputt machen? Ich hab verlernt, wie man schwimmt. Hä, aber... so geht das. Ich hätte die alle eindammen können? Wie komme ich denn jetzt wieder nach oben? Ich hab Mist gebaut. Ja doch, ich hab Mist gebaut. Ich muss kurz einen Cut machen und das Level neu starten. Verdammte Axt, Alter. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Keks. Aber ohne Witz. Wie komme ich erstens darüber? Zweitens, wo finde ich die Schlüssel? Also Küsten kann er zerstören, aber kein Schuss. Also jetzt unter Wasser. Hey Brutus, hast du was? Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich hoffe, ich kann nochmal durch. Ah, da ist ja was. Trotzdem, ich kam vorhin nicht nach oben zurück oder so. War ja total der Reinfall gewesen. Mann! Hat zwar geklappt, aber kommt trotzdem nicht weiter. Oder
Habe ich doch irgendwas da drinnen übersehen? Aber nicht weiter schwimmen. Darfst du ruhig alles einsammeln. Au, mein Ohr ist ab. Willst du mich auf den Arm nehmen? Was war das denn gerade? Ich bin da gerade zur Seite geschwommen, auf einmal bin ich kurz wieder da gespawnt vor dem Loch. Wo bin ich denn jetzt? Mir gefällt die Kiste gar nicht. Hä? Also die sind schon fies, die Macher. Wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt so? Ich würde mich mehr freuen über Kristalle als die Viecher. Also jetzt nicht gegen die, die sind niedlich und so. Aber jetzt ist die Frage, geht es da weiter oder unten? Ich geh am besten noch mal rein. Blöder Hund, Alter. Hat mir alles ruiniert. Ob man den Schlüssel mehrmals verwenden kann? Nein! Achso, ich glaube, ich muss doch hier lang, also durch das eine Tor und dann durch das andere. Ja, lass ihn doch gleich da reinlaufen. Die Stunde der Wahrheit. Ich weiß, ich bin schon in der Überlänge, aber das ist mir wenigstens wert. Was? Krog, mach bloß keinen Blödsinn. Da ist ein Schlüssel. Achso, da ist ein Knopf. Yay, Kristalle. Das ist nur ein Kristall. Wie komme ich aber dann da nach hinten hin? Achso, wird wahrscheinlich dann irgendwas aktiviert. Und da ist auch ein blauer Kristall. Ich hätte nicht wirklich springen müssen. Na. Mach den auf den Rückweg. Ach ja, hätte ich, bevor ich den Cut gemacht hätte, hätte ich erstmal vorher nachgeguckt. Ja, wenigstens ist das hier nicht asozial. Alter.
Schlaf ich leider drauf. Gut. Ich hab mich gleich erschrocken. Aber wie geht denn das? Ja, natürlich! Natürlich hat er mich jetzt einfach so berührt. Obwohl ich in der Luft war. Hä? Oh Gott, das war knapp. Ich weiß, die Antwort kam jetzt ein bisschen spät. Nein! Juhu! Was? Was? Ah nee, danach kommt ja der erste Mini-Boss. Nach diesem Level. Beides. Ja, natürlich. Das ist doch doof, Alter. Wo bin ich? Was ist das denn? Ich hasse die. Das ist ja asozial. Was ist das? Alter, hallo? Bei dich! Nein! Natürlich! Also zuerst habe ich gedacht, ich sterbe. Weil ich gedacht habe, ich bin zu früh gesprungen. Ja, natürlich! Natürlich fliege ich einfach so runter. Ey, ein Treffer und ich bin down. Das ist ein bisschen asozial hier. Mann, Alter! Ist mein letzter Lebenspunkt. Schön. Alle guten Dinge sind drei. Wenn hier es auch so der Fall ist. Was machst du, Junge? Okay, mein letzter Versuch. Boah, was soll der Scheiß?
Okay, ich werde hier. Ich habe keine Lust mehr. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder hier im Bonusraum. Und dann sind wir uns dann noch beim Minibus. Ja, schön, ich wollte euch hier noch zeigen. Wenn man nicht weiterspielt. Okay, tschüss.